Zum Klappautermann, da seid ihr wieder, ihr fleißigen Seeratten. Ich habe eine neue Mission und zwar habe ich mit dem Hühnchenmann in eurer Abwesenheit nochmal gesprochen und der hat gesagt, er sollte den Hühnchen, die Hühnchen eigentlich an das Schiff in der Gefahrenbucht liefern. Jetzt hat er aber keine Hühnchen mehr. Ich will nochmal zu diesem Segelschiff, zu den Piraten und will nochmal gucken, ob ich nicht doch noch irgendwas anderes da anstellen kann. Ich habe nämlich noch so ein paar lustige Sachen. Zack, nehmen das Boot. Und dann fahren wir mal hier hinter. Und wenn ihr ein paar Geräusche im Hintergrund hört, lasst euch nicht stören. Die Kinder sind wild am Spielen im Haus. So. Da ist wieder das Ding. Die Planke, warte mal. Muhaha. Ich lasse mich nicht nochmal über die Planke jagen. Ach ja. Willkommen zur neuen Folge Curse of Monkey Island. Klopfen. Wer ist da? Schon wieder an Bord des Schiffes geschlichen. Ich weiß nicht, wie oder warum du wieder an Bord gekommen bist. Aber das nächste Mal, dass du über die Planke läufst, wird dein letztes Mal sein. Wie bitte, Kapitän? Vandalen? Jawohl, Sir. Teer und Federn. Ich weiß, dass es Dreck macht, aber es ist die einzige Folter, die noch übrig ist. Unser berüchtigter Kapitän hat beschlossen, dass du geteert und gefedert wirst. Ja. Geteert und gefedert. Oha. Oha, oha. Und die Federn? Ah. Hey, sieht doch hübsch aus. So, und was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Wir haben das noch nie zuvor gemacht. Fühlst du dich nicht erniedrigt? Schätze schon, aber nicht mehr als gewöhnlich. Nun, dann verschwinde einfach. Aber ich will nicht wieder gehen. Oder doch? Jetzt sehe ich aus wie ein Hühnchen. Ich bin geteert und gefedert. Ich sehe aus wie ein Hühnchen. Vielleicht gehe ich jetzt zu Captain Blondbart ins Restaurant. Und er verfüttert mich. Aber warte mal, verfüttert werden klingt irgendwie doch gar nicht so gut. Schauen wir mal. Gehen wir erstmal hin. Nein, ich weiß, was passiert. Er hält mich für... Haben Sie eine Reservi... Madre ja! Dios. Es ist El Pollo Diablo! Que? Es ist El Pollo Diablo! Das dämonische Riesenhähnchen aus Puerto Pollo! Es hat dir nicht gereicht, alle meine Hühnchen freizulassen und alle meine Kunden zu vergraulen, was? Das stimmt! Du bekommst mich nicht ohne einen Kampf! El Pollo. Oh! El Pollo Diablo. Nein! Hat alle Federn abgewischt. Oh nein, wie. Ich verhalte mich besser leise. Absolut, Kapitän. Ich beschäftige mich damit sofort, nachdem ich gegessen habe. Wie bitte, Kapitän? Ich esse zu viel gebratene Hühnchen? Nun, ich habe halt eine Schwäche für Hühner. Das ist alles. Ich weiß, dass Sie keine Schwäche haben. Unglaublich gut. Sie sind ein Erfolgsmensch, ein Macher. Ich nur eine kleine, winzige Fliege. Le Chimp? Der Kapitän ist ein Affe? Also, wenn der Kapitän ein Affe ist, muss Mr. Fossi... Ei, ei, Kapitän. Frische Bananen für die ganze Mannschaft. Völlig durchgeknallt sein. Wie bitte, Kapitän? Ihre Parasiten ärgern Sie? Natürlich, ich werde sie lausen, Sir. Wissen Sie, Sir, der Fund dieser goldenen Statue ist vielleicht genau der Ansporn, den unsere Crew braucht. Nun, mit solchem Reichtum können wir ein neues und besseres Schiff kaufen und so die Karibik terrorisieren. Le Chimp. Es ist der furchteinflößende Pirat Le Chimp. Ich vermute, Mr. Fossi ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Ich hasse Porzellan. Es ist eine lange Geschichte. Ich erklär's später. Ja, es ist ein Porzellankrug. Mir ist nicht nach Früchten. Mir ist nicht nach Früchten. Was können wir hier noch alles machen? Wenn ich aus diesem Bullauge klettere, lande ich genau auf meinem Stück Planke.
Okay. Eine Schale voller Bananen. Mir ist nicht nach Bananen. Wenn er merkt, dass ich hier bin, tut er mir vielleicht etwas noch Schrecklicheres an. Ich vermute, Mr. Fossi ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Hühnerfett. Brotmesser. Bauchrednerbuch. Mr. Fossi, ich habe nachgedacht. Sind Sie in Ordnung, Kapitän? Sie klingen so anders. Oh, unterbrechen Sie mich nicht. Entschuldigung, Sir. Vielleicht ist es an der Zeit, die Freibeuterei aufzugeben. Ich meine, schauen Sie sich mal um. Ich, der Rest der Besatzung. Wir sind alle Affen. Meinen Sie das im darwinistischen Sinne, Sir? Nein, in einem ziemlich wörtlichen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Crew lieber von Mast zu Mast schwingt, als das Deck zu schrubben? Ich will nicht einmal erwähnen, was Sie auf dem Schiff herumgeworfen haben. Spielen Sie darauf an, dass ich die Crew nicht im Griff habe? Nein, nein, ich schlage nur vor, dass wir diese Scharade aufgeben und uns auf die Bäume zurückziehen. Es ist nicht das Leben eines Affen, dieses monatelange Segeln über die Meere. Nun, wenn Ihnen so viel daran liegt, Sir, schätze ich, dass ich mir keine Widerrede erlauben kann. Unsere letzte Amtshandlung sollte sein, dass wir diese Statue ausgraben und... Es wird die Männer hart treffen, aber wenn Sie glauben, es sei das Beste... Okay, aber zuerst sollten wir die Statue ausgraben und sie... Ich werde Ihnen klar machen, dass es nicht Ihr Fehler ist. Sehr gut. Und dann graben wir die Statue aus. Okay, dann eben nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, der erste Mann hat... Das muss die Karte zu dem Ort sein, an dem Sie Elaine vergraben haben. Ah... X markiert die Stelle. Alles klar. Ja, dann haben wir die jetzt mitgenommen. Jawohl. Ja, dann hauen wir mal schnell ab, bevor der Typ zurückkommt. Auf jeden Fall hat der Typ sie nicht ganz alle an der Waffel mit seinen Affen. Oh. Oh, 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 oh. Okay. So. Jetzt können wir uns an Land, können wir uns die Karten noch mal kurz anschauen. Vor dem Pfad mit X. Ja, vor dem Pfad mit X. Keine Ahnung. Der zockt uns nur wieder ab. Hier im Hühnchen haben wir jetzt, glaube ich, alles getan. Huch, jetzt bin ich ins Theater gelaufen. Wie denn das? Egal. Gehen wir nochmal auf die Bühne. Die Affen sind im Theater. Dann falle, Cäsar. Danke, danke. Oh, ich kann einfach nicht hinsehen. Gehen wir mal. Haben wir mittlerweile rausgefunden, wie wir... Ach nee, da oben ist ja... da oben ist ja nur das Licht. Schatzkarte mit... Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Nee, glaube ich auch nicht. Was ist es? Dort muss Elaine begraben sein. Hä? Wieso hat das jetzt geklappt auf einmal? Wieso hat es auf einmal geklappt? Oh, bin ich wieder. Ich weiß, oh, doch, ah. Sorry, du nimmst auf. Ja, alles gut. Red doch mit. Mit verblüffender Jongli-Kunst. Nur ein kurzes Hallo an die Zuschauer. Hi, Busch. So, für die, die sich wundern, wieso Busch jetzt plötzlich hier drin war, ich bin noch mit ihm im Talk und ich habe auch nicht mich auf Mute gestellt. Deswegen hört er mich und wir ihn. So, wir müssen ganz kurz gucken. Ist dies ein Deutsch, den ich vor mir sehe? Wieso hat das funktioniert? Nein, das habe ich also... Seht, wie ich mit diesen Messern... Ich habe nicht verstanden, wieso das jetzt funktioniert hat, aber wie kriegen wir denn jetzt... Und für euch, wenn ich abrutsche. Er ist ein großartiger Jongleur, aber ich wünschte, er würde von der Bühne verschwinden, damit ich ihn ausgraben kann. Wie kriegen wir denn jetzt von der Bühne runter? Keine Ahnung. Wo ist meine Tasse? Da. Kann ich den irgendwie... Wenn wir nochmal zum Licht gehen... Hallo? Komme ich da nicht mehr hoch, oder was? Kanone, eine falsche? Ne, eine falsche Krone. Kanonenkugeln.
benutze Fett mit Kanonenkugeln. Ich erinnere mich wieder. Oh, oh. Sieht aus, als kommt er jetzt zu den Kanonenkugeln. Ich erinnere mich wieder. Und oh nein, der jongliert ja. Shakespeare-Vergnügen. Die berühmte Kanonenkugel-Jonglier-Szene aus Romeo und Julia. Wo? Ups. Ich bin froh, dass es ein Happy End gibt und er am Ende das Mädchen bekommt. Perfekt, jetzt können wir ausbuddeln. Ein Affe noch da. Alle anderen sind weg. Okay. Und? Elaine sollte oben im Krähennest sicher sein. Fürs Erste. Wir haben Elaine wieder zurück. So. Wie, wir haben die auf das Schiff gebracht? Und was passiert? Ein Fass voll Grog und ein Hühnchen. Haha, sieh dir das ganze Zeug an, Kamerad. Das muss eine Schlacht gewesen sein. Anker lichten und auf zur Totenkopfinsel. König André wird uns die ganze Beute abkaufen. Warte mal. Da ist noch was. Es ist, sieht aus wie ein paar Schuhe. Die Stiefel von LeChuck. Hey, das sind richtig schöne Stiefel. Nein, 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 das sind keine schönen Stiefel. Die sind ja noch heiß. Oh. Nee. Nicht schlau. Nochmal, Spiel aus den 90er Jahren. Richtig geil. Ich will kein stinkendes altes Stroh. Okay, wir haben ein Schiff. Was wir brauchen, ist eine Crew. Wir fahren an Land. Wir holen jetzt unsere Crew zusammen. Den einen konnten wir herausfordern irgendwie. Den einen konnten wir herausfordern. Und zwar beim Friseur. Die sind ja alles drei Seemänner. Der eine war Kapitän. Und die anderen waren sonstige Seemänner. Aber die holen wir uns jetzt. Oh, wie kommt man da am schnellsten hin? Wo ist denn der Friseur? Da. Ich glaube, der war das, den wir hier... Haben wir Handschuhe? Federhandschuhe? Haben wir. Bam. Nun, es gibt eine Herausforderung. Ja. Yeah. Zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Pistole. Ene mene Miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene Mac und du bist weg. Ene mene Miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene Mac und du bist weg. Dann bliebe die übrig, aber die ist nur halb da. Ich nehme die. Ich wähle diese Pistole. Wenn ich sie besiege, werden sie dann in meine Mannschaft kommen? Die Chancen, dass du mich schlägst, sind so astronomisch gering, dass ich diese Wette annehme. Aha! Und wieder habe ich bewiesen, dass ich der größte Duellant der Welt bin. Nochmal. Dieser Handschuh hat nicht meine Größe. Nochmal. Habe ich Sie nicht bereits genug beschämt? Sie haben mich nicht einmal ansatzweise beschämt. Dann zurück zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Warte, was ist das da hinten? Ich wähle das Banjo. Ja! Yeah. Wie akzeptiert? Ehrlich? Genau.
Warte, aufhören. Die letzte Note war falsch. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Hei, hei, hei. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ja, du hast verloren. Oh Mann, ich bin so gut. Was für ein schlechter Sieger. Oh, willst du es noch einmal probieren? Ja, 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 ja. Klar, ich werde gerade erst warm. Ja. Ich hab's verstanden. Habt ihr es auch verstanden? Habt ihr es verstanden? Schreibt es in die Kommentare. Ich hab's verstanden. Ich habe die Lösung hier aufgeschrieben gerade. Geht weiter. Boah, hoffentlich habe ich mich nicht vertan. Bei einer Zahl bin ich mir unsicher. Warte, aufhören! Verdammt. Die letzte Note war falsch. Ich wieder wusste. Einmal habe ich bewiesen, dass du nicht geeignet bist, mein Captain zu sein. Ah. Willst du es noch einmal probieren? Ja, ich will es noch mal probieren. Ich weiß jetzt, wie es geht. Klar, ich werde gerade erst warm. Ich habe nur nicht aufgepasst. Na, langsam habt ihr verstanden, wie es funktioniert, oder? Okay, ich weiß jetzt, was vorhin mein Fehler war. Du bist ziemlich gut, Junge. Yeah. Mal sehen, ob du da mitkommst. Okay. Er ist gut. Ich werde ihn nie schlagen. Und jetzt? Es ist so unfair. Mein Banjo erschossen. Seien Sie sich da nicht so sicher. Der Schuss könnte von diesem grasbewachsenen Hügel gekommen sein. Bei allen miesen Tricks. Ich habe noch nie von so etwas Niederträchtigem gehört. Ich habe dich völlig falsch beurteilt. Du bist wirklich ein Pirat. Ich wäre stolz, in deiner Mannschaft zu sein. Großartig. Ich packe nur diesen Kram ein und mache mich fertig. Und gib mir meine Kanone wieder. Ich brauche noch 2 Seeleute für meine Mannschaft. Ich will ihn nicht umhauen. Werden Sie jemals zur Piraterie zurückkehren? Vielleicht. Eines Tages, wenn ich den richtigen Kapitän finde. Perfekt. Ich werde Ihr Kapitän sein. Auf nach Blood Island und zu tollen Abenteuern. Kommen Sie mit? Du? Ein Kapitän? Wohl kaum. Ich bin der mächtige Pirat, der LeChuck besiegt hat. Und was kannst du vorweisen? Ich habe massenweise coole Geschichten. Schätze? Immense Berge von Gold und Diamanten? Zepter aus massivem Gold? Irgendetwas? Nun, ich habe diese Münzen. Falsche? Ja.
Du bist mir vielleicht ein Schatzsucher. Du würdest doch nicht einmal in einem Schmuckgeschäft Gold finden. Ich wette, ich finde sogar hier auf der Insel Gold. Wie viel würdest du wetten? Nun, ich habe diese Münzen. Naja, wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Wollen Sie nicht meiner Crew beitreten? Du hast noch immer nicht bewiesen, dass du etwas Wertvolles finden kannst. Wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Irgendwas liegt da auf dem Boden. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Ein Kieferknacker. Und wir brauchen einen richtigen Schatz. Schatz ist Diamanten, Gold, Silber. Gold. Ich weiß, wer Gold hatte. Oh nein, da wollte ich nicht hin. Da, Abkürzung, genau. Ich weiß, wer Gold hat. Und ich weiß, was ich gerade gefunden habe. El Kieferknacker. Hätten Sie gerne diesen Kieferknacker? Ich danke. Jawohl. Autsch. Ich glaube, ich habe meinen Goldzahn verloren. Ah, ich wusste, dass Süßigkeiten schlecht für meine Zähne sind. Aber es knackte schön und war ein Fest für den Gaumen. Ab jetzt bleibe ich bei fleischigerem Essen. Etwas Kaubares. Nun, auf ein neues. Ich könnte jetzt gut was zum Kauen gebrauchen. Das war's? Was zum Kauen? Habe ich was zum Kauen? Skelettarm, Beutelspiegel, Grimm, Blatthandschuh. Hab nichts zum Kauen. Wo soll ich jetzt was zum Kauen herkriegen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, das reicht auch für heute. Das ist eine schöne Folge gewesen. Wir haben eine Menge erreicht. Wir haben ein Banjo-Duell gewonnen, in dem wir das Banjo erschossen haben. Armes Banjo. Und einiges mehr. Wenn ihr sehen wollt, ob ich ein Kaugummi oder irgendwas anderes finde für den guten Piraten, dann schaltet einfach nächstes Mal wieder ein zu The Curse of Monkey Island. Habt viel Spaß, einen schönen Abend euch und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Rouge. Ciao.